weiter geht's mit einer abenteuerreichen Folge Tomb Raider mit Lara in der Hauptrolle. Ja, wie angekündigt, machen wir heute mal das Grab. Da geht's lang. Holen uns aber erstmal. Muss jetzt mich mal kurz orientieren, aber weiter geht's. Ich hole mir mal eben den Bergungsgut da. Man sieht gar nicht, dass Seil sich bewegen. Okay. Schrotflintenmunition ist voll. Was haben wir denn hier für ein Grab? Ja, mach mal die Fackel an, du siehst ja nichts, Mädchen. So, wo sind wir hier gelandet? Sieht alles kaputt aus hier. So ein bisschen. Ich höre die Vögel grillen. Tempel der Dienstmädchen. Diese Höhle war früher ein Ort der Anbetung. Ritualkammer im Kloster will, müssen wir das Boot reparieren. Ich weiß nicht, wie ich die anderen überreden soll, damit landeinwärts zu fahren, statt weg von der Insel. Aber ich muss einen Weg finden. Reyes wird ein Problem sein. Sie will zurück zu ihrer Tochter. Und sie trauert um Roth. Wie wir alle. Ich weiß immer noch nicht genau, warum Matthias ausgerechnet Sam wollte. Aber das spielt auch keine Rolle. Sie ist wieder bei uns. In Sicherheit. Fragt sich nur, wie lange. So. Oh, noch 2 Tagebücher. Was machen die hier? Wie funktioniert eine das jetzt? Fischerei. Gucken wir uns mal eben um. Ich weiß, was zu tun ist. Ja. Wow, gleich beim ersten Mal. Das ist ja mal. Wow, das ist gleich beim ersten Mal. Das ist gut. Beim ersten Durchgang habe ich da 3 Versuche oder 4 Versuche. Wahrscheinlich lagern sie hier Nahrungsmittel. Nein, die lagern hier Schätze. Abdurchsucht. Tempel der Dienstmädchen gemeistert. Oh, wir haben die Handfeuerwaffe geupgradet. Okay. Gucken wir uns das doch mal an. Magnum-Pistole. Waffe modifizieren. Taktische Pistole zum Magnum. Oh, Junge. Aber bringt uns ja nichts. Moment, weil... Oh, doch. Ein extra langes Magazin, das 12 Kugeln fasst. Was haben wir noch? Verbessert die Mechanik und erhöht den Schaden. Dann nehmen wir mal das. 400. Und wir haben ein Upgrade-Punkt. Den werden wir jetzt... Ach komm, machen wir das hier auch voll. Töten Sie Feinde auf kurzer Distanz.
weiter. So. Los, Lara, raus hier. Ist mir zu dunkel und zu düster. Ich habe nämlich Angst im Dunkeln. Wir wissen es, dass neue Schätze dazugekommen sind, aber um die kümmern wir uns jetzt noch nicht. Wir müssen nämlich dahin. Oh, Entschuldigung. Oh, der kam jetzt so rausgeschossen. Tut mir leid. War nicht mit Absicht. Boah, guck mal, ein Panzer. Ein alter Panzer. Schon eher auf. Geht doch. Ist hier irgendwas? Nein. Klettern Sie zur Forschungsbasis. Natürlich, machen wir doch glatt. Überall Kupfer. Könnte man gut zu Geld machen. Ist hier irgendwas? Jo. Bergungsgut. Bergungsgut. Hier für Bergungsgut sind die Kletter. Unsere Granaten sind auch voll. Das heißt. Aber wir haben hier eine Kiste. Ist ein Waffenteil drin oder nicht? Nein, war kein Stream. Schade. Echt, ich kann nur an der Wand da. Auf da. Jetzt klettern wir wieder da hoch, ey. So, das ist doch bestimmt irgendwas für uns, oder? Ja. Diese Insel ist mehr, als ich erhofft hatte. Die Bewohner sind natürlich völlig wahnsinnig. Und die armen Leute von der Endurance, eine Tragödie. Aber ehrlich, es ist gut für die Dramatik. Hier ist nicht nur das mythische Land Yamatai, sondern es gibt Schiffswracks und moderne Kultisten. Das rechtfertigt mindestens 2 Dokumentarfilme, vielleicht sogar eine Serie. Meine Güte, dieser Ort wird die Fantasie der ganzen Welt beflügeln und ich werde im Zentrum von all dem stehen. Diese Erleichterung, ich habe aufs richtige Pferd gesetzt. Ich muss jetzt nur vorsichtig sein. Die Situation kann jederzeit außer Kontrolle geraten. Sobald mir dieser Matthias zuhört, kann ich ihn überzeugen, dass eine Zusammenarbeit allen nutzen würde. Schließlich kann er doch nicht ernsthaft glauben, was er diesen Männern predigt, oder? Sie sind orientierungslos und verwirrt.
Ich werde sie alle in die Zivilisation zurückbringen. Die Sponsoren werden dafür Schlange stehen. Diese Story ist gewaltig. Ja, wenn du dich da mal nicht täuscht. Du Trottel. Schön wackelige Angelegenheit. Haha, nicht mit mir, Kollege, nicht mit mir. Okay, falsch. Der Maler war wieder da und hat uns die Wege markiert und weiß. Ach, hier kommen ja noch mehr. Oh, 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 das geht in die Hose. Das ging noch mal gut. Das ging noch mal gut. Ich wollte doch die das Gewehr gar nicht so oft nutzen. Okay. Kannst du dich dann mit der anderen Hand da festhalten, wenn du... Geht doch gar nicht, Mädchen. Rein da. Fünfzehn, 15, 20, 25,
cool. Was? Hier gibt's ein Grab? Wo? Was blinkt, nehmen wir mit. Wir sind wie in der Elster. Eine diebische Elster. Nach der Entdeckung des Grabs kamen die Oni. Zuerst gingen die Lichter aus und dann begannen die Schreie. Waren es unsere oder ihre? Der schreckliche Ton tobt immer noch in meinem Kopf. Sie trugen die Rüstung meiner Vorfahren und sie töteten uns mit uralten Klingen. Schüsse, Schreie, Blut. Wir konnten sie nicht aufhalten. Alles stürzte ins Chaos. Dann herrschte Stille. Sie waren fort. Oh Gott, warum sind sie gegangen? Warum haben sie uns nicht alle getötet? Hauptmann Osaka hat jetzt das Kommando. Wir verlassen die Basis, aber nicht die Insel. Wir gehen ins Landesinnere, zum Kloster. Es gibt keine andere Lösung. Wir müssen den Oni folgen. Wir alle. Wenn wir den Stern nicht kontrollieren können, müssen wir ihn zerstören. Na dann. Lebst du noch? Der lebt nicht mehr. So. Okay. Schrotflinte ist noch immer voll. Na gut, Kollegas und Kolleginnen. Sportbogen. Okay. Explosive Pfeile. Ui. Ja, ich würde sagen, das war's erstmal für heute. Wir machen dann hier in der nächsten Folge weiter. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Macht's gut und tschüss.